Wir tun alles dafür, so viel wie möglich Tore zu schießen. Unser Training ist, unser Trainingsanteil ist das Offensivspiel höher als das Defensivspiel bewertet. Nicht viele Übungen, wo nur das Defensivspiel geübt wird. Ich mache ganz wenig Viererkette-Übungen, wo nur die Viererkette übt, sondern wir machen es immer im Ganzen und immer ist das Tor mit dabei. So gut wie immer. Also, so ist unsere Ausrichtung, das ist die Philosophie des SC Freiburg. Die geht von unten los in der D-Jugend und die zieht sich hoch bis in die Profis. Sowohl so haben wir, das ist unser Selbstverständnis vom Fußball. Was wir nicht in der Lage sind, das sind wir bei uns nicht, Stürmer einzukaufen, wo wir davon ausgehen können, dass die 15 Tore schießen in der Bundesliga. Das sind wir nicht in der Lage, das ist ausgeschlossen. Wir hatten einen Glücksfall mit Papis Cissé, das hat man gut beobachtet, der hat sich wahnsinnig entwickelt. Und jetzt wird es verteilt. Aber ich bin nicht so vom Messe zu sagen, ah ja, wir haben doch jetzt hier den Stürmer und die müssen doch jetzt da knipsen und oder so komische Worte. Das ist Blödsinn. Das interessiert mich nicht.